Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans. Ich begrüße euch hier von der ersten Grip-Party des Jahres von der MotoGP-Strecke in Brünn und zwar mit echter Prominenz. Zu meiner Linken die Juliane, die sicher viele von euch aus unserer Bildergalerie kennen, wo sie einige Fitnessübungen vorgestellt hat. Juliane, wie erklärst du dir das? Das Ganze ist, glaube ich, mittlerweile 60.000 Mal angeklickt worden. Sind die Leute so interessiert an Fitness? Ich hoffe es. Also es wäre wünschenswert, weil Fitness doch sehr, sehr wichtig ist fürs Motorradfahren, fürs gute und fürs sichere Motorradfahren. Und wenn es 60.000 Klicks hat, das wusste ich bis dato noch gar nicht, aber das freut mich natürlich zu hören. Ja. Aufgrund dessen werden wir ja heute auch noch ein Video mit dir drehen, wo du uns diese Übungen alle noch zeigst. Zu meiner Rechten Markus Reiterberger, amtierender IDM-Meister und das Ganze, glaube ich, mit so circa 20 Jahren. Ja genau, ich bin jetzt im März 20 geworden. War das irgendwie so ein easy Durchmarsch für dich? Du hast, glaube ich, 6 Saisonsiege zu verbuchen oder ist die Konkurrenz schon sehr hart? Naja, easy war es jetzt nicht ganz, aber die Konkurrenz ist sehr hart gewesen letztes Jahr, besonders am Anfang und ab Mitte der Saison bin ich immer besser zurechtgekommen und ja, super Rennen war dann zum Schluss die letzten 4 Rennen, 4 Laufsiege und war eine geile Saison. Du bist auch heuer noch mit diesem Team unterwegs oder habt ihr irgendwas verändert? Nein, das ist das gleiche Team wieder. Team Fanzone Remeha BMW. Und wir fahren wieder IDM und hoffen auf ein paar Weltcup-Einsätze in der Superbike-WM. Ich habe bei dir gelesen, deine Lieblingsspeise ist die bayerische Küche. Wie schafft man es da, dass man fit bleibt? Ja, also ich bin im Winter immer eigentlich fleißig. Mache da immer 3-mal in der Woche mein Fitnessprogramm durch einfach und gehe, so viel es die Zeit erlaubt, zum Enduro- oder Motocross fahren. Und ja, das ist. In deinem Alter noch nicht so schwer, glaube ich, dass man da flachen Bauch behält. Ja? Tue ich mir schon ein bisschen schwerer. Juliane, wir haben zu dritt heute 3 Motorräder getestet von BMW, die sozusagen die gleiche Basis haben. Die S1000 RR, die S1000 R, das Naked Bike und die edle HP4. Du konntest die Motorräder auch schon fahren, die HP4 zum Beispiel in Almeria. Bist, glaube ich, ein bisschen eine Anfängerin, heute zum zweiten Mal am Ring. Was ist dir, mit welcher ist es dir am leichtesten gefallen? Welche sagt dir am meisten zu? Also am leichtesten gefallen, muss ich sagen, ist es mir tatsächlich mit der S1000R. Die war in den Kurven super ruhig, ist aber auch richtig bissig, also hat richtig Druck. Aber man fühlt sich total sicher auf ihr. Und man fühlt sich, als wäre die unkaputtbar oder unstürzbar damit. Die S1000RR präferiere ich persönlich am meisten, also die ist einfach mein Favorit auf jeden Fall. Die ist super, super geil zum Handeln. Man kann super cool auf ihr rumturnen, kann man aber mit der S1000R auch. Also ich war richtig überrascht, welche Schräglagen noch möglich sind, obwohl es mir am Anfang noch ein bisschen befremdlich vorkam, dass man noch so einen breiten Lenker hat und so aufrecht sitzt. Aber das war nach einer Runde sofort wie weggeblasen. Es hat super Spaß gemacht. Also die sind beide absolut top. HP4 natürlich der absolute Knaller, klar. Die bin ich in Almeria gefahren, die bin ich jetzt nicht hier gefahren, aber die ist ein Traum auf jeden Fall. Bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe dich auch beobachtet. Das heißt, da geht noch einiges bei dir, bin ich mir sicher. Du hast gesagt, es fühlt sich an, als wäre damit nicht zu stürzen. Spürst du jetzt aktiv auch diese elektronischen Helferlein wie DDC zum Beispiel oder das ABS? Oder glaubst du, macht das Motorrad mehr, als du vielleicht merkst? Das macht auf jeden Fall mehr, also es macht nicht mehr, als ich merke, sondern aber ich weiß natürlich nicht genau, was jetzt genau am Werk ist, was mich so sicher fühlen lässt. Aber ich merke total, wie ruhig die ist in den Kurven, wie der. Ja, wie die alle Unebenheiten auch ausgleicht. Also es fühlt sich einfach super an. Ja. Da gehen wir also offensichtlich d'accord. Ich stehe nicht nur umsonst in der Mitte, ich bin wahrscheinlich auch fahrtechnisch ungefähr genau in der Mitte zwischen euch. Ja. Für mich auch die S1000R ein Traummotorrad für die Rennstrecke. Vor allem, wenn man vielleicht eine engere Rennstrecke fährt, kommen die Vorteile noch besser zur Geltung, weil hier in Brünn ist natürlich Highspeed, da ist ein Supersport natürlich optimal. Aber die Kraftentwicklung vom Motor finde ich auch viel besser, das Drehmoment von unten viel, viel besser zu kontrollieren und man muss nicht so hoch drehen, der breite Lenker vermittelt einfach mehr Kontrolle. Markus, wie ist deine Meinung zu den 3 Motorrädern? Ja, also ich bin ja gewöhnt, die normale S1000 RR zu fahren
Und das ist für mich das beste Motorrad, das es gibt. Und bin heute zum ersten Mal die R gefahren. Hat richtig Spaß gemacht, dann sitze ich ganz anders drauf. Und ist super komfortabel mit dem Fahrwerk. Macht schon richtig Spaß und ist auf alle Fälle für jeden Anfänger super, super Teil zu fahren. Und auch das Drehmoment spürt man ordentlich hintenrum, dass das richtig, richtig Druck hat. Und die HP4 kenne ich auch schon. Natürlich auch super komfortabel wieder mit dem aktiven Fahrwerk. Ja, mein Favorit ist trotzdem die normale S1000 RR. Genau. Und wie ist es jetzt für dich? Manche Rennfahrer bevorzugen ja eher keine Elektronik oder wenig. Rennfahrer der alten Schule, vor allem wie Andi Meklau. Wie ist das bei dir? Funkt dir die Elektronik dazwischen oder hilft sie sogar dir mit deinem Können? Also wir haben es bei uns so eingestellt, immer mit der Traktionskontrolle, dass die ziemlich offen ist, weil ich einfach das Gefühl in der Hand haben will und mich da sicherer fühle. Mhm. Und das hilft wirklich nur im allerletzten Moment bei einem Highside oder so, dann greift vielleicht die Traktionskontrolle ein. Wenn du jetzt eine wählen müsstest für die Straße, wir haben die beiden ja auch schon auf der Straße verglichen, würdest du da auch das Naked Bike, also würdest du da das Naked Bike nehmen oder den Supersportler? Ja, ich denke, ich würde mich für das Naked Bike entscheiden, weil es einfach breiter Lenker, eine andere Sitzposition, mehr Drehmoment und ja, von der Geschwindigkeit her nicht so überdimensional ist wie der S1000 RR für die Straße, würde ich mir hier ein bisschen sicherer fühlen. Du, ich habe gelesen, dass du vielleicht auch wieder einen Wildcard-Einsatz in der Superbike-WM haben wirst. Was ist dort erlaubt? Was würdest du dort fahren? Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht, weil das ist alles nur in der Planung. Wir hoffen natürlich, irgendwo noch einen Wildcard-Einsatz fahren zu können. Aber was, wie, mit was und wo, weiß man noch nicht. Okay. Na, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück, gutes Gelingen. Juliane, wir machen jetzt das Fitnessvideo und der Markus soll noch ein paar Runden drehen, dass er seinen Titel verteidigen kann. Ja? Vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Ja.